Es herrscht Verunsicherung an den asiatischen Märkten und damit herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum Videoausblick. Und das wird bedeuten, dass der DAX wohl etwas tiefer eröffnen wird. Aktuelle Indikation etwa 10.770 Punkte und damit deutlich unter der 10.800er Marke. Was ist los in Asien? Wir haben zunächst in China einen schwächer als erwarteten Einkaufsmanager-Index verarbeitendes Gewerbe gesehen. Das war schon am Samstag und heute Nacht dann allerdings ein Einkaufsmanager-Index Dienstleistung von Caixin, der besser als erwartet ausgefallen ist, aber die Märkte reagieren trotzdem verstört. Wir sehen den australischen Leitindex 1,18% fallen, wir sehen den Nikkei knapp 2% sogar im Minus, wir sehen moderates Minus in Shanghai mit 0,12% und beim Hang Seng Minus 0,72%. All das führt dazu, dass wir derzeit ein bisschen Euro-Stärke sehen. Wir sehen, dass der Yuan, der ja am Freitag so stark aufgewertet hat wie seit 2005 nicht mehr, nachdem eine Sonderzone in Shanghai eingerichtet wird, in der man praktisch den Yuan schon frei konvertieren kann. Da gab es diese massive Aufwärtsbewegung beim Yuan, aber jetzt sehen wir heute Nacht die stärkste Abwärtsbewegung des Yuan seit August, also seit diesem großen Abwertungsschritt der chinesischen Notenbank, und all das sorgt derzeit für ein bisschen Verunsicherung, für ein bisschen Unklarheit, wo die Richtung hingeht. Nun ist ja der Oktober doch nicht der Crash-Monat gewesen, ist es jetzt der November? Diese Frage kann man sich stellen. Es fängt zumindest nicht so wahnsinnig gut an. Schauen wir uns mal die Termine an, die wir heute auf der Agenda haben. Da ist der Einkaufsmanager-Index verarbeitendes Gewerbe aus Deutschland 5 vor 10, das Ganze dann aus der Eurozone um 10 Uhr und dann wichtig, der ASM-Index ebenfalls verarbeitendes Gewerbe aus den USA. Also es ist der Tag der Einkaufsmanager, es ist der Tag der Einkaufsmanager-Indizes fast weltweit. Wir haben China gesehen, wir sehen heute Deutschland, wir sehen auch die USA, wir sehen Europa. Das ist das Thema heute. Ansonsten waren die Märkte ja doch relativ gemäßigt, haben sich so nach oben gehangelt ein Stück weit, ohne dann allerdings aus dieser Schiebezone beim DAX zwischen 10.760 und 10.860 zu kommen. Das war so diese Seitwärtsrange, das erzähle ich Ihnen alles, weil ich Ihnen derzeit keine Charts zeigen kann, nur by the way, und das dürfte sich ein Stück weit fortsetzen. Allerdings ist die Gefahr, dass wir jetzt zur Unterseite ein bisschen rutschen, wenn wir schon schwach in den Start, in den Tag starten, schwach in den Monat starten. Wir sehen nach wie vor Schwäche beim Gold, wir sehen nach wie vor relative Schwäche auch beim Ölpreis, der den jüngsten Anstieg so langsam auskonsolidiert, und wir sehen Stärke beim Yen, also all diese Dinge, die letztendlich wie eine Yen-Stärke darauf hindeuten, dass da ein bisschen Sand im Getriebe ist, und der DAX, wie gesagt, der dürfte diesen Sand im Getriebe schon aufnehmen. Da ich Ihnen jetzt keine Charts zeigen kann, wird das später aber anders sein, aller Wahrscheinlichkeit nach, und deswegen der Hinweis hier auf finanzmarktwelt.de. Schauen Sie da rein, heute wieder alles Interessante, Wichtige und Spannende zum Monatsanfang, zum neuen Monat, was an den Finanzmärkten passiert. Also, es herrscht Verunsicherung, der DAX wird erstmal tiefer eröffnen, 10.770 in etwa auf X-DAX-Basis, und der Euro hat sich deutlich über die 1,10er-Marke stabilisieren können. Das dürfte das Thema heute bleiben. Anfälligkeit nach unten beim DAX. Möglicherweise ist jetzt das Window-Dressing eben im Oktober vorbei, und im November werden die Karten neu gemischt. Ihnen erstmal einen guten Start in die neue Woche. Bis dann, ciao. We'll be right back.